Hey Kotakus, was geht ab? Uzumaki Naruto exklusiv hier! Nein, Spaß, ich bin's nur Seraph, das ist meine Kollegin Hime und zusammen werden wir euch ein wunderschönes Cosplay-Buch vorstellen. Würde ich sagen, schauen wir mal rein. Hier, dann erzähl mal, was haben wir da? Also, wir haben hier das Cosplay-Buch von Computec Media GmbH und... Das sind doch die auch, die PC Games rausbringen, oder? Genau, das sind dieselben. Cool. Und die haben ein Bookazin zum Thema Cosplay herausgegeben, was uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde. Warte mal, Bookazin? Hä? Was ist das? Was ist das? So Mischung aus Buch und Magazin, oder? Ja, genau, das ist. Es hat den Inhalt eines Buches, aber wurde als Magazin herausgebracht. Weil es wahrscheinlich so dick ist, oder? Dann kann man sagen, dass es wie ein Buch ist. Es hat auch relativ viele Seiten, aber es ist halt mehr so wie ein Magazin aufgebaut. Okay. Vom Layout her. Aber ich glaube, so dasselbe ist vor einem Jahr, also nicht vor einem Jahr, aber letztes Jahr in England auch rausgekommen und das wurde lediglich übersetzt, oder? Genau, das wurde einfach aus dem Englischen übersetzt und deswegen hat es auch leider viele Fehler. Und die meisten Cosplayer hier drin sind auch eher internationale Cosplayer und es gibt nur eine Handvoll deutscher Cosplayer, die halt hinzugefügt wurden. Ja, es wurden, glaube ich, 5 Seiten am Ende hinzugefügt über Cosplay in Deutschland. Was ich finde, ist ein bisschen wenig, so, weil, naja, es ist halt immerhin jetzt hier zur Verfügung, man kann es hier kaufen und über die deutsche Cosplay-Szene ist halt leider nicht so viel zu sehen. Aber muss ja trotzdem nicht schlecht sein. Also, das ist ja jetzt also ein Cosplay-Buch, ja, das heißt, man sieht viele Fotos und Artikel zu den Bildern so, aber ich glaube, grob zusammengefasst sind es eigentlich nur 3 Artikel. Und ansonsten hauptsächlich Fotos und wie war das? Fotobeschreibung oder? Also eigentlich sind es halt, wie gesagt, halt nur grob 3 Artikel und ansonsten gibt es halt nur Fotos, wie zum Beispiel hier, aha, wo dann einfach nur beschrieben ist, was das für ein Charakter ist und wer das gecosplayt hat, aber wo halt nicht angegeben wird, wie man irgendwie den Cosplayer wiederfindet oder ob er irgendwelche Fanseiten hat oder irgendwas. Also wird leider nicht. Muss man also, wenn man weitere Infos haben möchte, den Namen googeln, wa? Ja, genau. Naja, hat ja jeder heute ein Handy, macht ja jeder. Aber ja, ich finde trotzdem, hätte man ruhig reinschreiben können, so mit halt wer das genau ist, so vielleicht auch genau. so eine Art Steckbrief vielleicht so, ja. Genau. Name, Cosplayer das, Charakter das, aus welchem Land derjenige kommt und vielleicht noch auf Facebook die Seite oder Webseite oder... Oder halt Minimalaufwand wäre halt irgendwie hinten eine Liste oder so, wo man halt, wo drauf steht, Seite so und so, ist Cosplayer so und so, hier und da zu finden. Mit Charakter dann, und allem. Genau. Ja. Das würde auch ausreichen eigentlich. Es wäre dann einfacher, den zu finden. Also, was mir jetzt so ein bisschen gefehlt hat, ist, es sind ja, wie gesagt, 5 Seiten über deutsche Cosplayer und da sind auch ein paar Fotos so von den Arbeitsvorgängen. Aber als großer, was nennt sie, der ultimative Guide für die besten Kostüme und Outfits. Naja, Guide ist für mich eher so, das heißt auch ein bisschen, wie man dorthin kommt, der Weg so den besten. Also wie zum Beispiel Tipps und Tricks, wie man näht, wie man bastelt. Work-in-Progress-Bilder. Genau, halt so, Tipps so halt auch. Für Einsteiger, für Leute, die nicht so viel Ahnung von Cosplay haben und es gerne anfangen würden, nicht wissen, wie sie da am besten rangehen an die Sache. Oder was vielleicht auch gut wäre, wäre vielleicht auch Werbung. Hier ist kaum Werbung auch drin, habe ich gesehen. Vielleicht könnte zum Beispiel Werbung von Warbler oder so reinmachen, damit die Anfänger sich da irgendwie daran orientieren können, wo sie dann die ganzen Materialien herbekommen können oder so. Oder Cosplay, Perücken oder halt ja auch, dass man sich da auch, ja vielleicht auch sogar Cosplay für Leute, die handwerklich nicht so begabt sind und auch jetzt niemanden wissen, der nähen könnte oder so, dass man vielleicht so eine Seite, wo man Cosplays kaufen könnte oder Perücken oder allgemein, ja, wie du sagst, Bastelzeug. So, das genau, zum Beispiel Kontaktlinsen, auch ganz wichtig, ne? Hä? Genau. Ja, das wäre eigentlich auch eine coole Sache gewesen, was mir da ein bisschen drin fehlt. Und da war doch, glaube ich, sie haben sich, glaube ich, auch damit befasst, mit dem Thema Cosplay. Was ist Cosplay? Irgendwie, da waren so 11 Fragen, was das alles ist. Ich würde sagen, wir gucken mal da kurz rein bei den 11 Fragen, wenn ich sie jetzt finde. Also können wir mal kurz ein bisschen hier durchblättern, dass ihr mal so einen kleinen Einblick habt. Also wie ihr seht halt hier Bilder von den Cosplays, kleine kurze Beschreibung, wer das ist und was für ein Charakter. Und irgendwo hier waren die, genau, da sind sie. 11 Fragen. Ich kann ja mal kurz, ich versuche mal vorzulesen. Also ich garantiere hier für nichts, ja, ich lese etwas. Wie kommt man zum Cosplay? Wie wählst du einen Cosplay-Charakter?
Also das kann ich euch sagen, guckt Naruto und ihr wisst, wen ihr machen wollt. Nein. Muss man seine eigenen Kostüme herstellen? Muss man nicht, nein. Also okay, wir wollen die Fragen jetzt hier nicht beantworten. Also das sind so grob die Fragen. Ich habe mein Kostüm, was brauche ich noch? Das ist eine sehr interessante Frage, aber Cosplay ist doch nur so eine schräge Sexsache, hä? Na? Na? Möchtest du dazu was sagen? Nein. Ja, nee. Ja. Also ganz ehrlich, wer möchte irgendwelche warmen und umständlichen Cosplays, an denen man stundenlang wahrscheinlich gesessen hat mit irgendwelchen Accessoires und Details, wer möchte das im Schlafzimmer kaputt machen? Also ich meine, ich könnte das auch einfach ausziehen und du könntest einfach das ausziehen und dann geht's los. Nein. Theoretisch schon. Okay. Ja, und man sieht doch hier hinten ist einmal so eine kleine Zusammenfassung, was ihr hier so im Heft zu finden habt. Also von Sci-Fi und Fantasy, Videospiele, Comic, ja, und Film, Fernsehen, alles Mögliche. Aber halt wie gesagt, größtenteils hauptsächlich internationale Cosplayer. Ja. Ich hätte es halt besser gefunden, wenn sie das hier rausbringen, dass sie das dann auch mit der deutschen Cosplay-Szene sich mehr befassen. Und so zum Beispiel mich hier reinstellen oder vielleicht uns beide. Nein. Nein. Nein? Warum nicht? Ach, wir würden uns doch super machen. Die hätten mir auch durch diese 11 Fragen stellen können. Ich hätte denen super Antworten gegeben. Bestimmt. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit und fangen wir gleich mal mit dem Preis an. Was kostet denn dieses Schmuckstück? 12,99. Und das eigentlich grob gesehen für Bilder, viele Bilder und nicht viel textlichen Inhalt. Ja, aber naja, man muss aber sagen, es sind schön ausgedruckte Bilder. Also ja, also die Farben sind gut und halt wie in einem Magazin. Ja, also ich finde schon ein bisschen hochwertiger als normale Magazine. Ja, doch. Also es ist auch, ja, doch, die Bilder sehen echt schön aus. Aber ja, naja, also wie gesagt, mir fehlt halt wirklich, weil sie nennen es der ultimative Guide. Dafür fehlt mir halt echt ein bisschen mehr Inhalt zu den Charakteren, zu den Cosplayern an sich. Und ja, ich hatte halt gehofft, dass da ein bisschen mehr dazu dasteht. Generell einfach mehr Informationen oder so. Genau. Vielleicht die Bilder ein wenig kleiner machen und mehr Text. Also wie gesagt, 3 Artikel sind es grob, vielleicht auch ein paar mehr. Ich weiß es nicht mehr genau, aber an sich, ja, ist an sich ein, naja, ja, was sagst du dazu? Ja, also die Idee ist nicht schlecht, man könnte halt noch ein bisschen mehr halt an der Ausführung ändern, damit es dann nochmal ein wenig besser wird. Ja, also wie gesagt, vielleicht ein bisschen Werbung reinhauen. Mehr Guides oder mehr Tipps, wo man was herbekommen könnte, also oder auch mehr Bilder, quasi Work-in-Progress-Bilder oder genau, so ein bisschen. So Schritt-für-Schritt-Anleitungen auch, wie zum Beispiel wenn eine rohe Perücke und dann wie man Schritt-für-Schritt da vielleicht dann die stylt oder schneiden kann ein bisschen, so ein paar Sachen. Oder zum Beispiel Perücken waschen. Viele Cosplayer haben Perücken und wollen halt wissen, wie man sie richtig wäscht. Das wäre zum Beispiel eine Sache. Was auch cool wäre zum Beispiel für Leute, die nicht so begabt sind im Nähen oder so, dass man da vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, so Beispiele bringt, wie man Sachen umändern kann zum Beispiel, damit man sie nicht von vorne bis Ende halt zu Ende nähen muss. So habe ich auch angefangen. Ich habe zum Beispiel ein T-Shirt genommen und das auf ein Papier abgezeichnet und dann versucht daraus ein Schnittmuster zu erstellen, um mir dann was anderes zu nähen. Genau, und sowas. Oder halt für Nähanfänger irgendwie Tipps, wie man damit anfangen könnte für so einfachere Dinge oder so. Genau. Also an sich keine schlechte Sache, nur man müsste noch ein bisschen dran arbeiten. Man könnte es noch etwas besser machen. Genau, an sich, aber sonst ganz cool. So, das würde ich sagen, das war's von uns. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Für weitere Videos könnt ihr uns auch abonnieren. Ansonsten findet ihr uns auf Facebook und auf unserer Website. Also dann, macht's gut!